Thank you for waiting. I'm now having passengers who are seated in rows 55 through 8. Am 18. Dezember 2020 ging unsere ersehnte Reise nach Afrika endlich los. Aufgrund der weltweiten Corona-Pandemie haben wir uns natürlich im Vorfeld viele Gedanken über die Sicherheit während unseres Aufenthalts in Kenia gemacht. Die Mitarbeiter unseres Reisebüros Dreamtime Travel und des lokalen Safari-Anbieters Kenya Experience haben uns frühzeitig und umfassend über die Sicherheitsmaßnahmen in Kenia und deren Umsetzung informiert. Dabei ist uns schnell klar geworden, dass die Safari-Anbieter alles für den Schutz ihrer Gäste und ihrer Angestellten tun, damit das Risiko einer Ansteckung für ihre Kunden so klein wie nur möglich gehalten wird. Wir kamen dadurch zur Überzeugung, dass das Ansteckungsrisiko auf dieser Reise bei weitem nicht so groß sein kann, wie hier zu Hause in der Schweiz, wo die zweite Welle auf dem Höhepunkt war. Das zweite wichtige Argument für unsere Reise war, dass der Tourismus in den Safari-Destinationen aufgrund der Pandemie praktisch zum Erliegen gekommen ist. Unter den wegfallenden Einnahmen leiden nicht nur die vielen in der Branche tätigen Menschen, sondern gefährden auch den Schutz der bedrohten Wildtiere in den Nationalparks und den privaten Schutzgebieten, da die Gefahr durch Wilderei wieder stark zugenommen hat. Und drittens waren wir nach fast 9 Monaten im Homeoffice und dem bevorstehenden Lockdown über die Feiertage überzeugt, dass wir mit dieser Reise nach Afrika endlich etwas Abstand von den vielen negativen Schlagzeilen gewinnen können. So machten wir uns am 18. Dezember auf den Weg nach Afrika. Auf der ganzen Reise galt Maskentragepflicht, sowohl in den öffentlichen Verkehrsmitteln als auch auf den internationalen Flügen und während des Inlandflugs von Nairobi in den Norden von Kenia. Bei der Ankunft in Samburu wurden wir von unserem privaten Fahrer herzlich in Empfang genommen. Wie im Schutzkonzept vorgesehen, wird das Fahrzeuginnere täglich mit Oberflächendesinfektionsmittel gereinigt. Zudem misst der Fahrer jeden Morgen unsere und seine eigene Körpertemperatur und trägt die Messwerte in eine Liste ein, welche auf dem Fahrzeug mitgeführt werden muss. Im Fahrzeug befindet sich ein Desinfektionsmittelspender, damit wir uns jederzeit die Hände desinfizieren können. Vor jeder Lodge wurden Händewaschstationen und Desinfektionsmittelspender aufgestellt und überall hängen Plakate mit den geltenden Schutzmaßnahmen. Innerhalb des Camps gilt strikte Maskentragepflicht für alle Angestellten und auch die Gäste werden angehalten, in den Gemeinschaftsbereichen und beim Kontakt mit den Angestellten oder anderen Gästen eine Maske zu tragen. Für die Mahlzeiten wurden die Gemeinschaftstische aufgehoben und die Gäste werden an einzelne, freistehende Tische mit ausreichend Distanz zueinander gesetzt. Das Einhalten des Abstands wird von fachkundigen Mitarbeitern laufend kontrolliert und sollte ein Tisch doch zu nahe stehen, dann wird er kurzerhand abgeräumt. Doch sobald wir nur noch mit unserem Fahrer unterwegs auf Pirschfahrt waren, konnten wir die Masken ablegen, die Pandemie vergessen und uns nur noch auf die wunderbare Tierwelt von Afrika konzentrieren und genießen.